Hallo liebe Leute, da sind wir wieder und heute machen wir einen fruchtigen Mango-Mojito. Ich stehe ja auf Frucht-Mojitos, habt ihr schon einige von mir gesehen und schaut euch den am besten auch nochmal an oder anderen an. Und wenn ihr weitere Cocktailrezepte von mir sehen wollt, dann am besten den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr nichts. Oder ihr schaut euch erst einmal die ganzen vielen Playlists an, die ich hier habe. Dann könnt ihr euch schon mal Cocktails satt sehen und wenn ihr dann überzeugt seid, abonniert ihr den Kanal. Ja, und deswegen starte ich jetzt mit diesem Rezept. Ich habe hier eine halbe Mango und wir brauchen für einen Mojito die Hälfte und dann Geviertel davon. Also von der Hälfte die Hälfte. So, meine Mango ist hier noch ein bisschen härter, macht aber nichts. Und diese Würfel hier werden wir fein runterschneiden. Schale sollten wir nicht mitnehmen. Und dann wird es hier fein runtergewürfelt. Haben wir das? Geben wir diese in unser Glas. Ich behalte mir ein paar zurück als Deko nachher. Und dann werden wir 8 Minzblätter dazugeben. Und das werden wir alles erst einmal mudeln. Das heißt, wir gehen hin, mit einer Drehbewegung drücken das 4-5 Mal runter, sodass sich die ätherischen Öle aus der Minze und das Aroma aus dem Mango lösen kann. Haben wir das soweit? Gießen wir jetzt als nächstes 2 cl an Limettensaft an. Ein Cl an Zuckersirup. Und 6 cl an Rum. Jetzt geben wir da Crushed Eis drauf und rühren es einmal unter. Jetzt geben wir noch mal Crushed Eis drauf und dann sind wir schon so gut wie fertig. Noch einmal durchrühren. Dann noch die letzten Mangostücke oben drüber geben. Und dann haben wir einen richtig leckeren Mango-Mojito. So, und das hier ist der leckere Mango-Mojito. Sieht ja schon mal richtig schön aus, wie kleine Juwelen. Ja, und ich habe mir gedacht, ich probiere jetzt einmal für euch. Ja, aber finde ich sehr lecker. Mango-Aroma kommt durch. Wenn ihr natürlich reifere, weichere Mango habt, kommt das noch intensiver heraus. Aber ich finde es so super schönes, ausgewogenes Aroma mit mit der Minze. Und ja, das ist ein sehr schöner Ganzjahres-Mojito. Wenn ihr mal nachgemacht habt, schreibt es in die Kommentare und dann bin ich raus und sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.